Wir haben heute für euch ein Bollo de Avola. Was? Irgendwas mit. Mit Hähnchen. Teufel. Und mit Teufel. Teufel. Wenn euch das interessiert, wie dieses Ding gemacht wird, abonniert uns und grillt's nach. Bitte. Aber bitte. 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 Herzlich willkommen, liebes Millionenpublikum da draußen hinter den Bildschirmen. Wir sind's wieder. Der charmante, gut aussehende, eloquente Marc. Oh. Und der liebe Patrick. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Komm! So, was haben wir heute vorbereitet? Es gibt ein Hähnchen. Ja. Ein Hühnchen, ein Hähnchen, ne? Ein Hühnchen, ein Hähnchen? Ein Hähnchen, ein Hühnchen. Achso, ein Geflügel. Und zwar machen wir Pollo a la Diavola. Diavola. Hat was genau mit dem Teufel zu tun. Müsst ihr aufpassen. Ist gefährlich. Und zwar haben wir jetzt einmal hier ein schönes Maishähnchen. Das ist von der, kann ich eigentlich sagen. Ein Kikok-Hähnchen, ne? Kikok-Hähnchen, genau. Wir kriegen leider kein Geld dafür. Sponsoren da draußen, gerne aufgepasst, uns liken oder gerne Millionenbeträge auf unser Konto überweisen. Genau. Sehr gerne. Kikok-Hähnchen sind Maishähnchen, die nicht nur mit Mais gefüttert werden, sondern halt auch mit Weizen. Das heißt, die haben ein bisschen Abwechslung, was die Ernährung angeht. Mais ist dafür da, damit wirklich sehr viel intramuskuläres Fett ist. Ja, und die da Farbe ist halt auch. Ne? Und dass die Farbe wirklich vom Hähnchen da ist. Kikok allgemein, sehr, sehr glückliche Tiere. Ja, im Rahmen dessen, wie sie gezüchtet werden. Da gibt es ja Kikok, Kurei, sind glaube ich aus der gleichen Manufaktur bzw. aus dem gleichen Betrieb. Genau. Halt. Ist eigentlich ein recht großer Betrieb. Ja. Der Vorteil ist, also ein Masthähnchen, die haben halt immer noch sind sehr fleischig. Ne? Wenn man halt so eine Label Rouge-Hühner hat, die sind zwar noch artgerechter gehalten, weil sie noch mehr Freilauf haben. Das Problem ist, die haben halt längere Schenkel, die sind zwar geschmacksintensiver, werden aber ein bisschen trockener, aber weniger Fett hat quasi in dem Eiweiß bzw. in der Muskelstruktur drin. Und was machen wir damit? Ich würde sagen, wir hauen uns das Ding einmal verkehrt rum. Und in der Zwischenzeit machen wir so eine kleine Marinade, also Bollo di Avola. Nicht Aioli. Aioli nicht, obwohl da Knoblauch drin ist, was die wenigsten wissen. Mit Chili, Zitrone, Salbei machen wir so eine kleine Paste. Bisschen Salz, bisschen Olivenöl, bisschen Zucker. Genau. Dann wird die ganze Kiste eingerieben. Wir halbieren das mal eben kurz am Rücken, beziehungsweise am Bürzel. Das ist quasi da, wo das Geflügel die Fettdrüsen hat, wo das Gefieder halt mit eingefettet wird. Das lassen wir dran, oder schneiden wir es ab? Das lassen wir dran. Das lassen wir dran, ne? So. Die Geflügelschere schneidet man einfach ein, dreht man es einfach herum. Hat den Vorteil, dass es im Ganzen gart und dadurch an den Karkassen die Knochen bei dem Geflügel, ähnlich wie die Gräten bei dem Fisch, nennt sich dann Karkassen, bei einem Rind oder beim Schwein würde es halt der Knochen heißen. Ne? Wenn das Fleisch an den Karkassen bzw. am Knochen gart, saftet das nicht so aus und bleibt halt schön saftig und wird nicht trocken. Wir packen das schon mal zur Seite. Lieber Marc, willst du dich vertrauen zu um die Marinade kümmern? Mach ich natürlich sehr gerne. Keiner mariniert so schön wie du. So, also, wie du schon gesagt hast, wir brauchen einmal ein bisschen Salz. Im Übrigen, bei diesen sommerlichen Temperaturen, wir wollten zwar sagen, es ist ein Rosé, aber eigentlich ist es ein Rhabarberschorle. Wir wollten nicht so viel anfangen zu saufen. Ist es hier, wie spät haben wir es? Kurz vor 12 am frühen Morgen? Nö. Später. Später vielleicht. So, Dankeschön. Es ist eine Freude. So, jetzt haben wir einmal Fleur de Sel und braunen Zucker drin. Machen wir ein bisschen Knoblauch rein, ruhig mit der Schale. Bisschen Chili. Können wir einfach kurz ein bisschen anschneiden. Übrigens das Scharfe bei den Chilischoten ist es, wenn du mehr rennst mit Schärfe. Ja. Und was viele denken, halt die Schale oder halt die Segmente dazwischen. Aber eigentlich sind es die Körner bzw. die Kerne und die Segmente, die an den Kernen dran sind. Genau. Die haben dieses Capsaicin, heißt das glaube ich. Ne? Das ist quasi die eine Schärfe der Chilischote. So. Es gibt so unterschiedliche Chilischoten halt, ne? Tausend verschiedene. Tausende. Aber die haben jetzt wirklich eine ganz normale Chilischote. Also jetzt ist glaube ich Thai-Chili ist das. Aus Thailand auch, ne? Das reicht definitiv von der Schärfe. Ist eigentlich schon zu viel, würde ich sagen.
Aber wir sind Männer, das macht uns nichts aus. Genau. So, die Zitrone habe ich jetzt ein bisschen angedrückt. Dann halbiere ich die einmal und schneide ein bisschen hier rein. Dann kann ich einfach, ist ein bisschen gefährlich mit der Klinge, aber dann habe ich wirklich einen kompletten gleichmäßigen Strahl. Also du liebst die Gefahr, ne? Ich liebe die Gefahr. No risk, no fun, ne? Ein Leben am Minimum, ja, Maximum. Am Maximum. Am Maximum. So. Oh, ganze Zitrone rein. Manchmal ist mehr auch einfach mehr, ja, ne? So wie immer. Ne? Kennt man doch von uns, oder nicht? Das ist richtig, das ist richtig. Die Rhabarberschorle trinken. Genau. So, und dann gehen wir noch hin. Zum Salbei? Ein bisschen Salbei. Dann kann ich mal ein bisschen einräumen. Salbei kann man übrigens auch ganz gut, wenn man halt diesen sehr dominanten Salbeigeschmack nicht mag, auch ganz gut in Butter oder in Öl leicht quasi anbraten. Dann kriegt man so einen leichten Crunch noch mit und der Geschmack in den Witzig ein bisschen mehr. So, und dann gehen wir hin und nehmen unseren Mörser. Ich halte das mal fest, bevor es eskaliert. Das riecht irgendwie ziemlich lecker. Ja, Geruchs. Fernsehen oder Geruchsvideos sind ja noch nicht erfunden. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Bei den schwitzigen, feuchten Temperaturen. So. Man kann noch ein bisschen Ingwer mit reingeben, wenn man das möchte, halt. Aber so ein bisschen intensive Aromen. So. Könntest du dann eventuell ein wenig Olivenöl hinzufügen? Lieber Marc, ja. Es ist mir ein persönliches Anliegen, darf ich dir Olivenöl? Übrigens, wenn man Olivenöl hat, ein bisschen reicht, ne, oder? Ja, kann man manchmal. Jetzt unabhängig von der Marke, wenn man Olivenöl kauft, dann besser in einer Dose oder wenn man eine Glasflasche hat, dass die komplett ummantelt ist mit einer Folie oder halt mit irgendeinem Schutz, weil Sonnenlicht verdient halt, dass es das Olivenöl dann irgendwann so tranig wird halt. Also immer eine dunkle Verpackung nehmen, eine dunkle Flasche oder halt eine Dose. Da hat man ein bisschen mehr davon im Nachgang. So. In der Zwischenzeit, also ich probiere jetzt noch 5 Knoblauchzehen. Ein Date heute Abend, oder? Ja, mit dir. Mit mir. Nee, wirklich. Ja? Ja. Nee, wirklich. 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 Jetzt können wir mal hingehen. Wenn man, es gibt zwei Möglichkeiten, Geschmack in so einem Hähnchen mit reinzukriegen. Möglichkeit 1, man spritzt das, wenn man halt so eine Flasche hat, oder halt eine Spritze halt mit irgendeiner Marinade, mit einer Reduktion, oder, oh, danke schön, lieber Marc, oder man füllt das halt, man kann Butter jetzt reingeben, in dem Fall macht man ein bisschen Salbeiblätter, dann geht der Geschmack noch direkter ins Fleisch und wird halt quasi nicht gehemmt von so einer crunchigen Oberfläche, wie jetzt zum Beispiel das Fett hat, sondern geht dann direkt rein und das Fett bzw. die Haut hält dann quasi die Aromatik direkt im Fleisch mit drin. Wenn man jetzt möchte, könnte man jetzt auch hingehen und wirklich die Flüssigkeit nochmal passieren und dann das Ganze halt nochmal reinspritzen. Das machen wir jetzt nicht, wir sind ein bisschen... rustikaler und ein bisschen fauler unterwegs. Ne? Ja, aber man kann nicht zu Hause ausgehen, dass man eine Spritze hat und den ganzen Sachen dann passiert und so. Einfach rein. Grillen ist manchmal puristischer und ehrlicher, cooler als halt diese Pinzetten und Pipetten nochmal. Ne? Genau. So. Sollen wir noch ein bisschen Salbei unten runter machen? Ja. Und dann können wir. Marc, möchtest du und ich darf? Ja, ich mach und du darfst. So. Wir reden dann noch vorbei. Achso. Ja, rauch da. Das finde ich halt lange drauf gewartet. So. Na gut. Jetzt richtig schön einmassieren. Und wichtig ist, wenn man mit Öl arbeitet, normalerweise mariniert man halt Schwein und Rind, wenn man das halt möchte, trocken. Wenn man halt mit Öl arbeitet, was in dem Fall halt total, finde ich halt sehr, sehr cool ist, weil die ätherischen Öle sich ein bisschen mehr öffnen und sich das ein bisschen besser einmengen lässt. Immer eine Schale unten drunter, weil wenn man das auf einen Gussrost oder auf einen Edelstahlrost oder wo auch immer drauflegt, man hat das Feuer unten drunter, dann hat man direkt einen Fekt dran. Das möchte man nicht. Das möchte ich nicht. So, schön, oder? Ja. Soll ich dann mal unsere Henne mal nehmen? Du kannst die Henne Helene nehmen oder ich nehme sie einfach und wir werden sie jetzt quasi auf dem Holzkohlegrill, in dem Fall halt hat da was hingelegt? indirekt. Green Egg oder ein Kamado Cho, es gibt da verschiedene Anbieter halt, halt indirekt legen. Man hat einen Deflektorstein unten drunter, das heißt, die Hitze kommt nicht direkt, sondern zirkuliert um das Gargut drumherum, so bei 240, 250 Grad. Wir gucken mal am Stündchen halt,
gebe meiner kleinen Maus Zeit, bis er fertig wird. Dann schauen wir. Dann schauen wir weiter. Lieber Marc, möchten wir dem Geflügel kurz auf die Pelle rücken? Auf die Pelle rücken, ja, sehr gerne. Oh. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Es sieht sehr gut aus. Es wird noch ein bisschen, bisschen knuspriger. Das Öl läuft aus, der Geschmack intensiviert sich. Capsaicin bzw. Terschenöle von den Kräutern, vom Knoblauch geht halt quasi ins Gargut mit ein. Und lieber mit einer kleineren Temperatur anfangen, da gart das Geflügel schon da, als wenn es halt so sehr hart und direkt kommt. Und wird dann halt außen extrem knusprig, mit es noch roh und trocknet irgendwann aus. A la Bonheur. A la Bonheur. A la Bonheur. Braucht aber noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen. Der Bonheur. Der Bonheur. Lieber Marc, eine kurze Stippvisite, was das Geflügeltier so tut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, das muss man sagen. Oh, sensationell. Also, das Geflügel wird noch ein bisschen mit der Aromaten, was jetzt rausläuft, nennt sich arrosieren. Also das heißt mit dem Bratensaft, mit dem Fett, mit den Aromaten halt, die rauskommen, wieder bepinseln bzw. übergießen. Nennt sich arrosieren. Das ist das gleiche, als wenn man eine Ente und eine Gans hat. Hat unten ein bisschen Beifuß und Zwiebeln. Und nimmt man eine Form und gibt den oben drüber, damit die Kruste oben halt richtig schön das Aroma annimmt. Jetzt noch 10 Minuten. Und dann ist das junge Ding fertig. Hoffen wir. Lieber Marc, was sagt das Hühnchen? Soll ich mal das Fabergé-Ei öffnen? Das Fabergé. Oh! Ich glaube, unser Hähnchen ist auf jeden Fall fertig. Ja. Wenn man sich jetzt wirklich nicht sicher ist, wenn man jetzt bei einem Hähnchen an den Seiten jetzt hier zum Beispiel das Fleisch so lösen kann und da tritt ja heller Fleischsaft aus, dann ist es definitiv fertig. Das Eiweiß, die Stockfalten, ne? Genau. Dann ist es definitiv fertig. Und ich glaube, ich nehme es mal. Lieber Marc, darf ich dir quasi helfen? Ja. Soll ich mal festhalten? Warte mal ganz kurz. Für die Zweige, die keiner braucht. Für die Zweige, die keiner braucht, genau. A la Bonheur. A la Bonheur. Also das Hähnchen war jetzt auch um die 50 Minuten jetzt. Ja, 45, 50 Minuten, 250 Grad. Genau. Ja. Schön knusprig, immer schön arrosiert, deswegen hat man halt schön die Oberfläche, hat hier schön crunchig. Ja. Super. Zart, saftig, so wie sein soll.